Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Marshall Mathers LP von Eminem. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, so natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Marshall Mathers LP von Eminem aus dem Jahr 2000. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier öffnen. So, aber jetzt. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier so ein altes Haus, das Elternhaus von diesem guten Mann hier, Eminem, wie er hier vor der Eingangstüre sitzt. Hier oben lesen wir noch Eminem, The Marshall Mathers LP. Und hier unten haben wir noch den Verbraucherhinweis auf Englisch. Rechts hier weg unten. Und das Ganze erinnert mich von der Optik so an so ein vergilbtes Foto. Dürfte auch eine Originalaufnahme sein aus der damaligen Zeit und nicht irgendwie in dem Stil nachgestellt worden sein, sondern es ist wirklich ein originales Foto gewesen damals. Auf der Seite lesen wir The Marshall Mathers LP, Eminem. Rechts Aftermath Entertainment und Interscope Records. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracks. A-Seite, B-Seite und spannenderweise nochmals A- und B-Seite. Nicht wie man es sonst kennt, C- und D-Seite. Nein, das Ganze ist so gestaltet, dass wir hier eben Record 1 A und B haben und dann hier noch Record 2. Also, wir haben die Trackliste und hier den Interpreten beim Schreiben von Texten abgebildet. Auch hier wieder Credits und in dem Fall ein Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Also, das dürfte Inhalt sein, sonst, ja, Ihnen weiß. Dann haben wir hier eine Aufnahme inklusive Infos zu den Tracks, also so ein Booklet, mehr oder weniger. Wir haben hier diverse Schnappschüsse, diverse Aufnahmen vom Entstehungsprozess wahrscheinlich. Also wir haben hier diverse Geldscheine, niederländische Bank steht hier, interessant. Und dann haben wir hier Textskizzen, Textblätter, Fotos etc. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wir haben hier abgebildet, wer an den einzelnen Tracks beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, wer irgendwie Instrumente gespielt hat und so weiter. Und dann auch hier noch die generellen Credits zum Album. Gut, dann kommen wir zu den Vinyls. Also wir haben hier einmal Record 1. In dem Fall dann die erste Vinyl. Sieht so aus. Record 1 Side A. 6 Tracks an der Zahl. Opa, fast aus der Hand gefallen. Und dann haben wir in dem Fall Record 1 Seite B. Und hier haben wir dann 4 Tracks an der Zahl. Das Ganze in diesen weißen Hüllen. Die spannenderweise hier in der Mitte nicht leer sind, wie man es sonst kennt, sondern hier ist wirklich so eine Folie noch innen eingearbeitet, die das Ganze noch etwas besser vor Staub oder Verunreinigungen schützt. Und dann haben wir hier noch den zweiten Tonträger, die zweite Vinyl. Also, das ist die B-Seite. Dann haben wir hier in dem Fall Record 2,
Seite A, hier haben wir 5 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir hier noch Record 2, die B-Seite. So sieht das aus. Das Ganze ja im Jahr 2000 erschienen. Also mittlerweile auch schon 18 Jahre her. Von dieser Vinyl meiner Meinung nach der bekannteste und auch der beste Track Nummer 3. Der Track Stan. Nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingstracks. Und ja, das war's soweit. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich in der Vinyl Edition befindet. Wir haben hier einmal die zwei Vinyls, also diese Doppelvinyl, zweimal A- und B-Seite in dem Fall, zweimal keine C- und D-Seite, wie gesagt, und dann dieses Booklet, diese zwei Seiten mit den Infos zu den einzelnen Tracks und diesen Fotografien. Machen wir das Ganze mal wieder in die Hülle rein. So, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album bzw. von dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.